mal einen neuen Amp vorstellen. Und zwar ist das der Vintage Amp Stage Master 60, ein Transistor Amp, der hat 60 Watt. Zusammen mit der Box darunter, eine 2x12er Box mit Jensen Speakern drin. Die Box hat eine kleine Besonderheit vielleicht. Die Speaker sitzen in einzelnen Kammern, die sind einzeln in Gehäusen da drinnen montiert, so dass sie nicht überschneiden können. Das ist laut Hersteller der besondere Soundvorteil. Das wollen wir gleich mal anhören. Der Amp hat zwei Kanäle. Wir fangen mit dem Clean-Kanal an. Erstmal ganz normal Steg-Pickup, Standard, ein paar Tunes spielen. Hört mal zu. Der Amp hat noch einen Federhall eingebaut, der aber auf beide Kanäle gleichzeitig geht, den kann man nicht pro Kanal schalten. Außerdem hat er einen parallelen Einschlafweg, den kann man hier vorne, ist ein FX-Regler, den kann man dann dazu mischen, aber jetzt haben wir erstmal hier nur den puren Sound heute, vielleicht irgendwann mal in 15 Jahren mal mit Effekten. Der verzerrte Kanal, Lead-Kanal auch genannt, beziehungsweise Dual-Lead-Kanal oder Dual-Lead-Channel, auf Neuenglisch, Deutsch. Der Kanal ist in zwei Gain-Stufen eingeteilt. Der hat einmal so ein bisschen Crunchy-Sound. Der klingt so. Schon ziemlich fett. Machen wir ein bisschen weiter.
Sound ist übrigens eingestellt, Bass 15 Uhr, Mitten 11 Uhr, Treble voll aufgedreht. Nur so zur Info. Gain auf 15 Uhr. Ha ha ha!